Herzlich willkommen zu Animagic 2006. In unserem Hauptbericht wollen wir euch die Aktionen in und um die Beethovenhalle in Bonn vorstellen. Hier fand die Convention vom 28. bis 30. Juli 2006 erstmals statt. Insgesamt gut 12.000 Anime- und Manga-Fans strömten durch die Räume und feierten ausgelassen. Am Freitag ergatterten einige Besucher bei der Auktion seltene Goodies und Sammlerraritäten. In den engen Gängen des Händlerraumes kam es zeitweise zu Staus. Trotzdem wechselten hier bunte Anime- und Manga-Waren sowie Japan-Merchandise den Besitzer. Gleich neben dem Händlerraum konnten die Fans die Anime- und Manga-Publisher besuchen. Hier hatten Tokyopop, Panini, Anime Virtual, ADV Films und Ufa Anime ihre Stände aufgeschlagen und standen Rede und Antwort. Im Rest der Halle präsentierten zudem noch Red Planet, Darkwing, Rock Identity und Schwarzer Turm ihr Programm. Auch am Wochenende war der Andrang groß und die Fans nutzten die große Fläche um die Halle für geselliges Beisammensein und das eine oder andere Cosplay-Foto. Einige der schönen Kostüme wollen wir euch jetzt zeigen. Genau das, was meinst du? Beim Synchro-Workshop mit Circle of Arts konnten die Besucher den Anime-Charakteren ihre Stimme leihen und erhielten dabei Tipps und Tricks vom Profi. Also da geht es darum, dass die Rina auftaucht, aber wie ihr gesehen habt, ist es gar nicht die Rina, sondern der Zwerg, der auch in dem Spiel mitspielt und sich in Rina verwandelt hat und den Schubo auf den Arm nimmt. Jetzt schauen wir mal, also es gibt an Rollen, klar, die Rina. Jetzt mal Stoff. Dann haben wir die drei Freunde, die da sind. Das ist die Oka, die hat so ein bisschen spitze Zähne.
eine, die kann sich in Wolf verwandeln. Da ist noch Dolch. Ja, also, genau, das ist die Oka, Stoppa. Die hat schon so Hundeöhrchen, also die kann sich einfach in Hund, also in Wolf verwandeln. Das ist die Mireille. Die ist total verrückt auf Items. Also wenn es irgendwo ein Item zu gewinnen gibt oder so, rastet sie völlig aus, vergisst alles. Und das ist die Hotaru. Die hat so einen kleinen Grunty, so ein Mini-Nilpferd, weiß nicht, wie man das nennen soll. Und die sorgt immer dafür, dass alle die richtige Medizin kriegen und geheilt werden und so. Okay, warte. Dann haben wir den Zwerg natürlich. An den könnt ihr euch wahrscheinlich erinnern. Und das war's dann, glaube ich, schon. Genau. Genau. Also die Rollen haben wir. Das heißt, ich würde sagen, zwei Leute sprechen Shugo, erste Hälfte, zweite Hälfte, weil der hat am meisten. Und zwei Leute Rina und die anderen einzeln. Wer will Shugo probieren? Gut. Dann machen wir es jetzt wieder so. Ihr habt hier das Synchronbuch mit den berühmten Takes, was der Wolfgang schon erklärt hat. Und diejenigen, die jetzt dran sind, also auf der ersten Seite, ihr könnt euch ja nochmal hinsetzen, sind Rina und Shugo. Dann würde ich jetzt sagen, der erste Shugo, du machst jetzt mit der ersten Rina, wer war die erste Rina? Die erste Rina. Also ihr beide zusammen, macht jetzt mal diese Seite, weil da ist zwischen den beiden nur und dann sehen wir weiter. Und ansonsten wäre es nett, wenn ihr immer sagt, wer im nächsten Take drankommt, damit die Leute aufstehen können und ja. Okay, dann gleich mal da vorne weg. Ihr habt dann zwar ein Mikro, aber ihr müsst euch nicht zurückhalten. Ihr redet so, wie man das normal laut reden würde. Das macht der Wolfgang. Okay, dann nehmen wir einfach mal auf. Ich sage, das hat der Wolfgang zwar vorher gesagt, aber das habt ihr vielleicht schon mal vergessen. Ja, am Anfang laufen zwei Balken zusammen. Wenn diese Balken zusammenstoßen, beginnt der Take. Aber er spricht später. Das heißt, merkt ihr, wo die Maus ist? Ich kann es auch umdrehen. Ja, take's mal um, weil normalerweise ist es so, dass wenn jetzt hier als erstes in dem Take steht, Rena atmet. Nee, stimmt schon, Entschuldigung. Stimmt. Rena atmet. Lass nochmal laufen. Das heißt, sobald die Balken zusammen sind, machst du den Atmer, wie er zum Bild passt. Das ist, glaube ich, eher ein Lächler als ein Atmer, aber... Tut mir leid, wenn du dir Sorgen gemacht hast. Wir haben überall nach dir gesucht, Mann. Ich habe immer daran geglaubt. Ich wusste, dass du mich mitnehmen würdest. Bei der Fanart-Ausstellung auf der Empore durften die Betrachter über das schönste Werk abstimmen. Einige Kunstwerke wollen wir euch jetzt zeigen. Tadashi Osawa hielt auch in diesem Jahr seinen bewährten Zeichenworkshop ab, zu dem sich die Teilnehmer vorab anmelden konnten. Zocken, was das Zeug hält. In der Gameszone und an zahlreichen Konsolen konnten die Besucher ein umfangreiches Hard- und Softwareangebot mit der freundlichen Unterstützung durch den Videospielladen Joysticks, das PC-Geschäft PC King und Nintendo testen. Aber auch das traditionelle japanische Brettspiel Go durfte nicht fehlen. Der Deutsche Go-Bund veranstaltete interessante Turniere und Workshops. Ich
Die Ausstellung zum Zeichenwettbewerb Pimp My Character 2006 zog ebenfalls zahlreiche Blicke im Vorraum des großen Saals auf sich. Der Wettbewerb wurde übrigens in Zusammenarbeit mit dem Stiftetablett-Hersteller Wacom veranstaltet, der ebenfalls auf der Animagic 2006 ausstellte. Direkt daneben konnten die Besucher im Zeichenworkshop, der von Faber-Castell gesponsert wurde, traditionelle Zeichenmedien ausprobieren und künstlerisch tätig werden. Wem der Händlerraum und die Auktion noch nicht genug bot, der wurde im Bring-and-Buy-Bereich fündig. Im Internetcafé von T-Com konnten die Fans außerdem in die Weiten des Netzes eintauchen. Es kommt der große Moment der Danksagungen. Ich danke allen Helfern, ihr doch hoffentlich auch. Ihr wart ein echt super endgeiles Publikum. Und wie seid ihr zufrieden mit Bonn? Bonn ist toll! Dann würde ich sagen, bitten wir mit einem großen Applaus alle unsere Helfer auf der Bühne. Hier sind wir auch schon am Ende unseres Animagic-Überblicks angelangt. Wir möchten allen freiwilligen Helfern noch einmal für die gelungene Convention danken und sehen uns 2007 zur nächsten Animagic. Auf dieser DVD findet ihr übrigens noch unser Video-Special zu den Ehrengästen. Auf der nächsten DVD wird es dann alles zum Cosplay der J-Rock-Gruppe The Gazette sowie den interessanten Showgruppen geben.